Rudi Brabant, ein ehemaliger Skirennfahrer aus Grindelwald bis zur Stufe Lecky-Cup, hat der Wettkampf bestritten. Ein sehr groß gewachsener Athlet, also absolut gemacht für diese Inferno-Abfahrt. Seine Zwischenzeit liegt bei 4 Minuten und 38 Sekunden. Als nächstes mit der Nummer 3, Salzmann Matthias. Auch er war schon Tagessieger. Hier am Inferno ist momentan auch